Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Wünscht einer der Berichterstatter das Schlusswort? Das ist nicht der Fall. Damit kommen wir nun zur Abstimmung, die ich über jeden Ausschussantrag getrennt vornehme. Zuerst gelangen wir zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 32, Entwurf betreffend IFI-Beitragsgesetz 2016 samt Titel und Eingang in 1273 der Beilagen. Ich ersuche jene Damen und Herren, die sich hierfür aussprechen, auch um ein entsprechendes Zeichen. Das ist mit Mehrheit so angenommen und wir kommen sogleich zur dritten Lesung. Bitte auch hier um ein entsprechendes Zeichen bei Zustimmung. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung angenommen. Weiters gelangen wir zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 33. Antrag des Finanzausschusses, den Abschluss des gegenständlichen Staatsvertrages. Protokoll zur Abänderung des am 5. November 1969 in Vaduz unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen in der Fassung des am 29. Jänner 2013 in Vaduz unterzeichneten Protokolls in 1323 der Beilagen gemäß Artikel 50 Absatz 1 Ziffer 1 Bundesverfassungsgesetz die Genehmigung zu erteilen. Ich bitte jene Damen und Herren, die sich hierfür aussprechen, um ein Zeichen. Das ist einstimmig so angenommen. Damit gelangen wir zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 34. Antrag des Finanzausschusses, den Abschluss des gegenständlichen Staatsvertrages, Protokoll zur Abänderung des am 29. Jänner 2013 in Vaduz unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein über die Zusammenarbeit im Bereich der Steuern in 1324 der Beilagen gemäß Artikel 50 Absatz 1 Ziffer 1 Bundesverfassungsgesetz die Genehmigung zu erteilen. Wer sich hierfür ausspricht, bitte ich um ein Zeichen. Das ist mit Mehrheit so angenommen. Damit gelangen wir zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 35, Antrag des Finanzausschusses, den Abschluss des gegenständlichen Staatsvertrages. Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Aufhebung des Abkommens vom 13. April 2012 zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt in 1327 der Beilagen gemäß Artikel 50 Absatz 1 Ziffer 1 Bundesverfassungsgesetz die Genehmigung zu erteilen. Wer sich hierfür ausspricht, bitte ich um ein Zeichen. Das ist mit Mehrheit so angenommen. Und schließlich gelangen wir zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 36. Antrag des Finanzausschusses, den Abschluss des gegenständlichen Staatsvertrages, Abkommen zwischen der Republik Österreich und Island zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Protokoll in 1252 der Beilagen gemäß Artikel 50 Absatz 1 Ziffer 1 Bundesverfassungsgesetz die Genehmigung zu erteilen. Wer sich hierfür ausspricht, bitte ich um ein Zeichen. Das ist einstimmig so angenommen. Damit gelangen wir zu den Tagesordnungspunkten 37 und 38. Die Tagesordnungspunkte 37 und 38 werden gemeinsam behandelt und betreffen den Bereich Justiz. Überarbeitet werden soll unter anderem die Kronzeugenregelung. Nach wie vor bleibt der Grundgedanke, dass der Aufklärungsbeitrag die Schwere der eigenen Tat übersteigen und sich der Kronzeuge aktiv bei der Staatsanwaltschaft melden muss. Neu ist nun das Recht des Kronzeugen, gegen seine Ablehnung Beschwerde einzulegen. Außerdem soll der Status als Kronzeuge künftig auch noch während der Hauptverhandlung beantragt werden können. Weiters behandelt wird eine Änderung in der Abgeltung medizinischer Versorgung in Justizanstalten. In den vergangenen Jahren haben sich die Krankenhauskosten der Strafvollzugsverwaltung kontinuierlich gesteigert. Jener Betrag, den die Länder zuschießen, wurde seit 2003 aber nicht mehr angepasst. Nun soll dieser Pauschalbetrag von 8,5 auf 12,7 Millionen Euro angehoben werden.